weil man diese Aufmerksamkeit, die jetzt darauf gelenkt wird, anscheinend nicht haben möchte. Es steht ein Milliardendeal, den wir so in der jüngeren Geschichte von Wien in letzter Zeit nicht gekannt haben, kurz bevor. Die Wiener Stadtwerke sind kurz davor, 29% an der EVN auch zu kaufen. Und das um unvorstellbare 870 Millionen Euro. Und wie ich vorhin angedeutet habe, habe ich die Informationen, dass es wirklich jetzt in den nächsten Stunden auch schon passieren könnte, dass das über die Achse geht, über die Bühne läuft. Wir sehen hier die alte Achse Niederösterreich-Wien, die wiederbelebt wurde, um diesen Geheimdeal auch einzufädeln und diesen Geheimdeal möglichst schnell jetzt auch über die Bühne zu bringen. Verkauft werden die Anteile von INBW, der Energie Baden-Württemberg, mit Sitz in Karlsruhe. Und die INBW wollte die Anteile ja auch schon länger loswerden und verkaufen. Und nach unseren Informationen gab es hier auch schon sehr weitgehende Gespräche mit Investoren, die Anteile kaufen wollten. Aber bis zum Schluss war es die politische Ebene, die hier dann gebremst hat, vor allem in Niederösterreich, wegen einem Hintergrund. Nämlich, es war die große Diskussion, ob Minderheitenbeteiligte auch Rechte bekommen hier bei der EVN. Hier war der Knackpunkt vor allem das sogenannte Shareholder Agreement, ob, wenn man Aktien kauft in einer doch sehr hohen Summe, auch Kontrollrechte im EVN-Unternehmen wahrnehmen kann. Und anscheinend hat es an diesen Forderungen der Einschau auch ist es gescheitert. Man wollte hier anscheinend keine Kontrolle haben. Man wollte von Seiten der EVN nicht auch Investoren Einblick halten lassen. Für die Stadtwerke gilt das anscheinend nicht. Die Stadtwerke sind hier anscheinend ein angenehmerer Partner, vor allem an dieser alten Achse Niederösterreich und Wien. Die Frage ist allerdings, warum kauft denn Wien jetzt, warum kaufen die Wiener Stadtwerke diese Anteile an der EVN? Diese 870 Millionen Euro fließen direkt nach Karlsruhe, zum Energieträger dort. Und oft wird das Argument gebracht, oder das habe ich in den letzten Tagen gehört, das Geld soll ja irgendwie in Österreich bleiben. Hier werden Anteile gekauft, die jetzt in Karlsruhe sind. Und da frage ich mich, warum das Geld nicht anders investiert wird, wenn die Stadtwerke das Geld zur Verfügung haben. Zum Beispiel in den Solarausbau in Wien, der dringend nötig wäre. Oder zum Beispiel auch dem Öffi-Ausbau in den Flächenbezirken. Das wäre sinnvoller investiert, als überteuerte Anteile auch zu kaufen. Und vor allem, wenn man sich den Deal anschaut, dann ist es ein schlechter Deal für Wien. Ich habe mir heute den Aktienkurs von EVN angesehen. Nach den Gerüchten ist er schon massiv gestiegen. In der Früh war der Aktienkurs 15,80 Euro. Und trotzdem bietet die Stadt für die Aktien 870 Millionen Euro. Das heißt, ein Wert pro Aktie von 17,30 Euro. Nach dem heutigen Aktienkurs kann man daher von einer Überbezahlung von zumindest 75 Millionen Euro sprechen. Das ist eine massive Überzahlung und da ist die Frage, wem nützt denn diese Überzahlung? Wie geht es jetzt weiter mit dem Deal? Er war schon im Aufsichtsrat von INBW, die Wiener Politik, Stadtregierung mit Stadtwerken sind gerade dabei, sich damit zu beschäftigen. Es schaut aus, als ob es sehr schnell abgeschlossen werden würde. Was ist dann noch zu tun? Er wird geprüft, dieser Deal von der FMA und natürlich auch börsenrechtlich, kartellrechtlich wird dieser Deal geprüft. Und hier gibt es noch eine große offene Komponente auch für Wien, die dazu führen könnte, dass der Deal noch teurer wird. Weil es ist börsenrechtlich so vorgesehen, dass bei einer 30%igen Kontrolle es ein Übernahmeangebot an Kleinaktionäre geben muss. Das ist börsenrechtlich so vorgesehen. Hier kauft zwar die Wiener Stadtwerke nur 29%, allerdings gibt es ja eine Energieunion schon mit EVN und den Wiener Stadtwerken. Das heißt, es kann sein, dass börsenrechtlich hier es auch zu einem Übernahmeangebot kommen muss. Und das heißt, es muss eine Übernahmekommission an der Börse gebildet werden. Es muss Geld von den Stadtwerken wieder zur Verfügung gestellt werden, um mögliche Kleinaktionäre auch auszukaufen. Kann wieder zu einer Mehrbelastung führen, sodass es sogar ein Milliardendeal für die Wiener Stadtwerke werden könnte. Ist ein schlechter Deal, wie ich schon aufgezeigt habe.
Und vor allem ist das Argument Hanebüchern, dass die EVN in österreichischer Hand bleiben würde. Hier muss man auch mitbedenken, dass es bei der EVN schon jetzt eine Regelung gibt, dass die Mehrheit sowieso in der öffentlichen Hand sein muss. Und durch diesen Verkauf an die Wiener Stadtwerke sieht man, dass dieses Argument auch gar nicht zielt. Es gibt weitere offene Fragen für uns, die noch nicht beantwortet wurden. Es sind sehr, sehr viele offene Fragen. Vor allem, warum kauft Wien? Warum kauft Wien und diesen schlechten Konditionen? Warum kauft Wien genau jetzt? Man hätte es ja auch schon länger machen können. Weitere Frage ist, was wusste der Koalitionspartner, die Grünen, davon? Wir haben ja selber erst über die Medien und Informanten davon erfahren. Die Frage ist, was wusste der Aufsichtsrat von sowohl EVN als auch von den Stadtwerken? Was ist die Rolle von Uli Simmer als Stadträtin? Was ist die Rolle auch von Bürgermeister Ludwig? Seit wann wusste Bürgermeister Ludwig auch von diesem schlechten Deal für die Wienerinnen und Wiener? Und warum hat er nicht die Notbremse gezogen, wenn man so einen schlechten Deal auch sieht? Und die Frage, wer diesen Deal dann eingefädelt hat? Wer hier Niederösterreich und Wien auf dieser alten Achse wieder zusammengeführt hat, um so einen schlechten Deal auch abzuschließen. Hier schaut es aus nach einer Freundschafts- und Vertuschungsachse Niederösterreich-Wien, die hier im Hintergrund auch aktiv war und andere Investoren damit rausgedrängt haben. Frage ist auch, ob es ein Gutachten gibt von Seiten der Stadt, das eine Überbezahlung irgendwie rechtfertigt, und die Frage, was es für eine Beratung auch aus finanztechnischer Natur gab und rechtlicher Natur gab in einem doch so großen Übernahmeverfahren. Meine Damen und Herren, ich sehe hier keine Notwendigkeit von der Stadt und von den Wiener Stadtwerken, diesen Deal einzugehen. Dieser Deal ist ein schlechter Deal für die Wienerinnen und Wiener. Es ist eine Überbezahlung, eine klare Überbezahlung, und es ist auch offensichtlich, dass dieses Geld, was hier investiert wird, anders viel besser zu investieren gewesen wäre, zum Beispiel in einen Solarausbau oder auch dem Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel. Und schlussendlich, auch wirtschaftspolitisch ist dieser Deal mehr als sinnlos. 870 Millionen Euro für so einen Anteil an Aktien zu investieren, ist wirtschaftspolitisch und auch energiepolitisch von Seiten der Stadt Wien nicht sinnvoll. Und darum lehnen wir diesen Deal ab und stellen diese Fragen vor allem auch an die Stadtregierung, die hier jetzt gefordert ist, möglichst schnell auch offen zu kommunizieren und auch die Tatsachen auf den Tisch zu legen. Danke. Ihre Fragen bitte. Herr Wiederkehrer, waren Ihren Informationen nach die potenziellen Käufer, die schon dabei waren, Angebot zu legen für diese knapp 29%? Ich habe da verlässliche Informationen von Informanten, welche Käufer da waren und dass es schon kurz vorm Abschluss war. Ich möchte diese hier allerdings jetzt noch nicht erwähnen. Inland, Ausland? Waren im Ausland, waren größere Investoren im Ausland, waren sehr vertrauenswürdige Investoren, Equity-Fonds mit großem auch Volumen an Vermögen, das investiert werden hätte sollen. War zumindest eine Firma, die einen sehr, sehr, ein Investor, der sehr, sehr guten Ruf hat, auch international einen guten Ruf genießt und auch dafür bekannt ist, langfristig zu investieren. Wenn diese Kontrollrechte offenbar das Problem waren, gab es die bisher noch nicht. Das war also der Verkäufer, der jetzt diese Anteile loswerden möchte, diese Kontrollrechte nicht besessen. Es war lange die Streitigkeit und auch ein Mitgrund, warum der bisherige Besitzer dieser Aktien auch diese loswerden wollte, nach meinen Informationen. Es war immer wieder ein Streit, welche Kontrollrechte man hat, auch wen man in den Aufsichtsrat schicken kann. Und hier gab es nach meinen Informationen auch in der Vergangenheit Unzufriedenheiten. Und durch den Verkauf wäre natürlich das neu geregelt worden über ein Shareholder Agreement. Und der mögliche Investor, der hier einsteigen wollte, der hätte hier natürlich ein Shareholder Agreement abschließen wollen, mit dem es mehr Kontrollrechte gibt und damit auch die Möglichkeit einer intensiveren Einschau in die Bücher. Gibt es noch weitere Fragen? Noch eine Frage. Sie haben gesagt, die Aufsichtsratssitzung bei EnBW haben schon stattgefunden. Nach meinen Informationen hat sie stattgefunden. Über den Ausgang habe ich noch keine Information bekommen, aber es sieht so aus, als ob sie positiv vonstatten gegangen wäre. Allerdings habe ich hier keine verlässlichen Informationen.
Genau. Entscheiden aber unabhängig von allen Parlamentariern, ob sie kaufen oder nicht. Das ist das Skurrile, ja. Es gibt keine parlamentarische Kontrolle, weil es ausgelagert ist. Allerdings Eigentümer der Wiener Stadtwerke ist die Stadt und verantwortlich ist die Stadträtin Uli Simmer. Das heißt, die ist als Eigentümervertreterin natürlich in diesem Prozess involviert. Allerdings kann dieser ganze Deal abseits von den parlamentarischen Prozessen stattfinden. Das ist ohne Einbindung des Gemeinderats, ohne Einbindung der Opposition und wie man sieht, nicht einmal mit einer aktiven Information. Das war ein Geheimdeal, den man auch geheim vollbringen wollte und dann nur das Ergebnis auch kommunizieren wollte. Fällt mir auch schwer zu glauben, weil wir haben extremen Investitionsstau in vielen Bereichen. Zum Beispiel öffentlicher Verkehr, U-Bahn-Ausbau wird jetzt gesagt, man hat das Geld gerade nicht. Das ist sehr verwunderlich, woher das Geld kommen soll, vor allem eine so hohe Summe. Ist eine auch betriebswirtschaftlich meines Erachtens nach nicht sinnvolle Investition. Aber irgendwo wird es das Geld schon geben, sonst könnte man es nicht aufbringen. Das heißt, die Hoffnung, dass sich zum Beispiel die Anteile wertmäßig verbessern oder dass man einfach dann Erlöse daraus ziehen kann aus dieser Beteiligung, die haben sie nicht. Man könnte ja auch durch Beteiligung an Geld verdienen. Das ist die Frage, was ist denn die Aufgabe von den Wiener Stadtwerken? Ich halte es nicht als die zentrale Aufgabe der Wiener Stadtwerke, hier jetzt spekulativ woanders zu investieren, um möglicherweise irgendwann Gewinn daraus zu bekommen. Und da ist auch noch ein großes Fragezeichen, ob man diesen Gewinn überhaupt erwirtschaften kann. Weil jetzt schaut es nach einem Verlustgeschäft aus von 75 Millionen Euro. Ich halte es für keine gute Investition. Da wären andere Investitionen wie Solarausbau sicher sinnvoller. Es ist auch nicht der Unternehmenszweck meines Erachtens nach von der Wiener Energie und Wiener Stadtwerken, hier in die EVN einzusteigen. Auch energiepolitisch sind diese engen Verwebungen in Österreich eh problematisch und dadurch auch politisch abzulehnen. Ich sehe sie nicht, ich sehe diese Vorteile nicht. Müsste man sicher die Stadtwerke fragen und die Stadtpolitik, Stadtregierung, was die als Vorteile sehen. Ich sehe nur Nachteile, vor allem Nachteile für die Wienerinnen und Wiener.